Meine Frage ist, sollten wir daran glauben, an die Qualitäten des Vegetarismus, Nicht-Alkoholismus, Zölibat, sie ausüben, damit wir unseren Körper fit machen, damit das Kriya von 11 Minuten effektiver wird? Sie, das ist genau das, wovon ich die ganze Zeit spreche. Warum ist sogar Essen ein moralischer Wert? Beim Essen geht es um den Körper. Wir müssen essen, was für diesen Körper geeignet ist. Aber im Moment sprichst du davon, Nahrung zur Gewohnheit zu machen. Ich möchte dir sagen, dass es keine gute Angewohnheit und schlechte Angewohnheit gibt. Gewohnheit bedeutet, dass du unbewusst funktionierst. Wenn du unbewusst funktionierst, ist das eine schlechte Sache. Die Sache mit dem Menschlichsein ist, wir sind in der Lage, Dinge bewusst zu tun. Das ist die Schönheit des Menschseins, dass wir alles bewusst tun können. Was ein Tier unbewusst tut, können wir bewusst tun. Wir können unbewusst essen oder wir können bewusst essen. Wir können unbewusst atmen oder wir können bewusst atmen. Alles, was wir tun können, können wir bewusst tun. In dem Moment, in dem wir bewusst etwas tun, sieht dieser Mensch plötzlich sehr gebildet und wundervoll aus. Nur weil sich jemand bewusst bewegt und bewusst spricht. Wird er nicht zu einem schönen Menschen? Ja oder nein? Das ist alles. Warum versuchen wir also, Gewohnheiten so zu entwickeln, als wäre dies eine gute Sache? Gewohnheit bedeutet festgelegte Realitäten, wo du nicht denken musst. Du stehst morgens auf und es passiert dir. Nein, versuche nicht, dein Leben zu automatisieren. Das ist keine Effizienz, das ist die Effizienz der Maschine. Dieser eine sollte intelligent und bewusst funktionieren. Niemand erwartet, dass er wie eine Maschine funktioniert. Also über Essen und Ähnliches. Nahrung muss für den Körper geeignet sein, für den wir essen. Es ist für den Körper. Dies ist das Baumaterial für diesen Körper, das Essen, das du isst. Was ist das passende Essen? Leider ist jetzt alles durcheinander. Wir haben traditionell sehr vernünftig in diesem Land gegessen. Aber diese 1000 Jahre der Invasionen haben andere Ernährungskulturen hervorgebracht. Und heute ist die nationale Diät Pizza oder Pasta. Welches es ist, weiß ich nicht. Beide konkurrieren. Wir verlieren also unser Verständnis für das Essen. Es ist definitiv Zeit, sich anzuschauen, was am besten geeignet ist. Wenn ich näher auf dieses Essen eingehe, es ist ein sehr langer Prozess. Aber du musst mit dem Essen experimentieren. Nicht nur durch die Zunge, sondern durch den Körper. Iss heute etwas und sieh. Lerne einfach zu beobachten, wie agil und wie aktiv sich dein Körper anfühlt, nachdem er diese Nahrung gegessen hat. Wenn er sich anfühlt, als wollte er ins Grab gehen, ist das kein gutes Essen. Wenn es sich anfühlt, als ob er nach dem Verzehr lebhaft sein will, außer Kaffee, weil dies ein Stimulanz ist, wenn du Nahrung aufnimmst und sich dein Körper sehr beweglich und lebendig anfühlt, dann bedeutet das, es ist gutes Essen. Der Körper mag es. Wenn du etwas isst, er fühlt sich träge, dann heißt das, er mag es nicht. Er hat Schwierigkeiten damit, er fühlt sich träge. Also nur auf dieser Basis. Es ist eine sehr einfache Art, es auszudrücken.